Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zur sogenannten Meyer-Schwickerath-Vorlesung begrüßen zu dürfen. Und da ist natürlich die Frage, wer steht hier im Mittelpunkt? Und das ist ja auch kein Geheimnis geblieben, Herr Dr. Ingmar Hörr. Und damit beginne ich auch, sehr geehrter, lieber Herr Dr. Hörr. Ich will in meiner Vorstellung Ihnen die Gäste, die hier im Saal sind, ein wenig näher bringen, dann das entfällt ja heute irgendwie immer alles bei dieser Form von Übertragungsformat. Und so beginne ich mit sehr verehrte Frau Staatssekretärin Storsbeck als Vertreterin des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft. Sehr geehrter Herr Professor Trütschler, zum einen Vorsitzender des Hochschulrats an der Universität Duisburg-Essen und zum anderen Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Universitätsmedizin. Weiterhin sehr geehrter Herr Professor Jöckel. Professor Jöckel ist Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Universitätsmedizin. Sehr geehrter Herr Professor Buhr, der Dekan unserer medizinischen Fakultät. Sehr geehrter Herr Professor Lang in seiner Funktion als Vorsitzender der medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaft Essen. Sehr geehrte Frau Krempe als Vertreterin der Studierenden. Sehr geehrter Herr Professor Dittmer. Professor Dittmer kennen viele, unseren Chef der Virologie. Und sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats, des Vorstands, des Dekanats. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Saal, das ist eine kleine Zahl, und natürlich im Netz. Ja, Sie alle begrüße ich besonders herzlich zur Ehrung eines Wissenschaftlers, der durch seine Forschung wie kaum ein anderer einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die SARS-CoV-2-Pandemie mit all ihren verheerenden Auswirkungen in letzter Instanz frühzeitig und wirksam beeinflusst werden kann. Und dabei denke ich sicherlich nicht nur an Deutschland oder an Europa, ich denke dabei natürlich an die ganze Welt. Meinem Grußwort voran stelle ich die herzlichen Grüße von Frau Berger-Hofodopia. Sie ist Vorsitzende unseres Aufsichtsrats von der Universitätsmedizin Essen und Herrn Professor Rathke, dem Präsidenten unserer Universität. Beide sind leider verhindert und können heute eben nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen. Es ist für mich eine wirklich ganz besondere Ehre, aber auch Freude, Sie, lieber Herr Dr. Hörr, zur Verleihung der Ehrenmedaille der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und gleichermaßen zur Auszeichnung durch den von der Stiftung Universitätsmedizin gespendeten Meyer-Schwickerath-Preis begrüßen zu dürfen. Kurzes Umblättern, analog. Professor Gerhard Rudolf Edmund Meyer-Schwickerath war ein deutscher Ophthalmologe, Hochschullehrer und Forscher und er war Direktor der Essener Universitätsaugenklinik von 1959 bis 1985. Meyer-Schwickerath ist der Begründer der Lichtkoagulation am Augenhintergrund. Schon 1946 entdeckte Meyer-Schwickerath, Zitat, dass eine fortschreitende Netzhautablösung an einer Narbe auf der Netzhaut zum Stillstand kommt. Die Idee, als Vernarbungsmittel Licht zu erzeugen, soll ihm in einer schlaflosen Nacht gekommen sein und in der er so viel auch Sorge dann hatte, als ihm diese Idee kam, dass er es vergessen könnte, alles auf einen Zettel aufgeschrieben hat, vor allem zwei Worte, und das war Licht und Koagulation. 1949 führte Meyer-Schwickerath die erste erfolgreiche Behandlung einer Netzhautablösung mit einem Lichtstrahl durch, und das müssen Sie einmal realisieren, was da passierte, indem er mit einem selbstgebauten Gerät auf dem Dach der Augenklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Sonnenlicht bündeln und in den Operationssaal über Spiegel lenken ließ,
die dann auf den Augenhintergrund des Patienten trafen. Gerhard Meyer-Schwickerath erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden. Er wurde alleine 3-mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Nun weiß ich nicht, lieber Herr Dr. Hör, ob auch Sie nachts etwas auf einen Zettel geschrieben haben, vielleicht ja mRNA und Impfung. Möglicherweise verraten Sie dies uns in Ihrem gleichfolgenden Festvortrag. Zuvor aber möchte ich Ihnen, lieber Herr Dr. Hör, kurz erläutern, warum die Preisverleihung an Sie für uns als Universitätsmedizin Essen eine ganz besondere Bedeutung hat. Wir befinden uns hier auf dem Campus der Universitätsmedizin, dort, wo Forschung, Lehre und Krankenversorgung zusammenkommen. Die Universität Duisburg-Essen ging aus einer Fusion der Universität Gesamthochschule Essen und der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg im Jahre 2004 hervor. In dieser Konstellation sind wir also eine noch junge Universität. Die DNA der Universität Duisburg-Essen ist nicht Tradition, die ja häufig nur eine positive Umschreibung für Mehltau und Stillstand ist. Unsere DNA ist Innovation und vor allem auch Kooperation. Gerade wir hier im Ruhrgebiet wissen, dass nur Zusammenarbeit zum Ziel fördert, von der früheren Solidarität unter Tage bis hin zur gemeinsam errungenen wissenschaftlichen Erfolgen. Wir haben einen weit überproportionalen Anteil an Bildungsaufsteigern. Wir stehen für Aufbruch und sehen unsere große Chance in der Digitalisierung, in unserem 2015 gestarteten Transformationsprozess zum Smart Hospital. Mit dieser Offenheit für Neues empfinden wir einen tiefgreifenden Impuls, den Sie, lieber Herr Dr. Hör, mit Ihren Forschungsergebnissen gesetzt haben. Im Zeitalter der digitalen Revolution haben Sie mit der von Ihnen begründeten mRNA-Technologie eine Biotech-Revolution noch nicht erkennbaren Ausmaßes angestoßen, denn dabei geht es keineswegs nur um Impfungen gegen Infektionskrankheiten. Es geht um das riesige Feld der Immuntherapie und damit natürlich auch der Krebsmedizin. Die Bereiche Infektiologie, Immunologie und Onkologie sind Schwerpunkte unserer Universitätsmedizin. Auf der einen Seite haben wir das Westdeutsche Zentrum für Infektiologie, darin eines der größten deutschen Covid-19-Zentren mit inzwischen über 2200 stationär behandelten Patientinnen und Patienten. Auf der anderen Seite steht das Westdeutsche Tumorzentrum, das älteste Tumorzentrum Deutschlands, ausgezeichnet seit Jahren als onkologisches Spitzenzentrum, aktuell auch zusammen mit der Uniklinik in Münster, weiterhin Bestandteil des Deutschen Konsortiums für translationale Krebsforschung und zusammen mit dem Kölner Uniklinikum auf dem Weg zum Nationalen Krebszentrum. Mit diesen Schilderungen zu unserer Institution wissen Sie, lieber Herr Dr. Hör, noch ein wenig besser, was uns vor allem die letzten Jahre bewegt hat, mit dem klaren Hinweis von mir, dass diese Entwicklung ohne das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, ohne unsere Ministerin Frau Pfeiffer-Pönsken und auch ohne unsere Staatssekretärin an diesem Ministerium, Frau Storsberg, nicht funktioniert hätte. Und so freue ich mich jetzt ganz besonders, das Wort an die Staatssekretärin Frau Storsberg übertragen zu dürfen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Werner, vielen Dank für die freundliche Begrüßung
und auch die Begrüßung der anderen Herren, die wir hier in diesem Zusammenhang begrüßen können. Und ich schließe mich diesen Begrüßungsworten natürlich sehr, sehr gerne an und werde stellvertretend für alle gerne den heutigen Preisträger, Herrn Dr. Hörr, noch einmal erwähnen. Und freue mich natürlich auch sehr, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, die uns online verfolgen, begrüßen zu können. Es ist mir eine wirklich außerordentliche Freude, heute zu diesem Anlass hier bei Ihnen zu sein, um Ihnen, Herr Dr. Hörr, und natürlich auch Ihrem gesamten Team und dem Universitätsklinikum Essen im Namen der Landesregierung und natürlich auch besonders im Namen der Wissenschaftsministerin Frau Pfeiffer-Pönsken und natürlich auch ganz persönlich meine große Anerkennung und meinen herzlichen Dank auszusprechen. Sie sind wirklich die Hoffnungsträger unserer Zeit, indem Sie sich mit Ihren Ideen und Visionen, Ihrem langen Atem und Ihrem großen Engagement bei Ihrer wichtigen Arbeit, ob im Labor oder auch in der Klinik, unermüdlich für die Bewältigung der Corona-Pandemie einsetzen, leisten Sie für uns alle Herausragendes. Dabei stehen, Sie haben es eben auch schon erwähnt, die Universitätsklinika gerade an vorderster Front und tragen die Hauptlast. Sie behandeln die Patientinnen und Patienten, die besonders schwer an Covid-19 erkrankt sind. Und Sie arbeiten natürlich auch mit an der Erforschung von Behandlungsstrategien zur Bekämpfung des Coronavirus. Ihr Einsatz ist tatsächlich von allergrößter Bedeutung für jeden von uns, man kann sagen, auf der Welt. Wir können uns glücklich schätzen, dass Nordrhein-Westfalen mit 6 Universitätsklinika stark aufgestellt ist. Allein hier am Universitätsklinikum Essen wurden bereits, Sie haben es geschildert, über 2000 Covid-19-Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Das sind im NRW-weiten Vergleich die meisten Covid-19-Patientinnen und Patienten. Zudem forschen Sie an den Fachbereichen Immunologie und Infektiologie der medizinischen Fakultät hier in Essen intensiv mit SARS-CoV-2-Viren. Für dieses außerordentliche Engagement bedanke ich mich ganz besonders. Mit der Entwicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe können Tag für Tag mehr Menschen vor den bedrohlichen Folgen des Coronavirus bewahrt werden. Und mit den derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffen haben wir inzwischen zu unserer großen Erleichterung eine aussichtsreiche Maßnahme zur Bekämpfung und Prävention in der Hand. Sie, sehr geehrter Herr Dr. Hörr, sind der Pionier, der mit einer wegweisenden Entdeckung einen Grundstein für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gelegt hat, die heute von mehreren Impfstoffherstellern schon genutzt werden. An Ihrer sehr frühen Vision, Impfstoffe zu revolutionieren, die Sie bereits aus Ihrer Doktorandenzeit um die Jahrtausendwende genutzt haben, haben Sie stets festgehalten. Sie sind mutig eigene Wege gegangen, um an Ihrer Idee arbeiten zu können, auch als diese bei Pharmaunternehmen zunächst noch keinen Zuspruch fand. Schon im Jahr 2000 haben Sie sich erfolgreich auf das Förderprogramm Junge Innovatoren des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg beworben. Mit dieser staatlich geförderten Unterstützung für wissenschaftlichen Nachwuchs bei der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen Produkten haben Sie sich selbstständig gemacht und die Firma CureVac gegründet. Doch auch dann hat es noch einige Zeit gedauert und ich vermute auch viel Beharrlichkeit für den Glauben an die eigene Idee gebraucht,
bis auch private Investoren und Venture-Capital-Gesellschaften das außerordentliche Potenzial ihrer Vision erkannt haben. Inzwischen hat Ihre Vision eine echte Revolution in der Impfstoffentwicklung eingeleitet, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie entscheidend ist und auch von der Bundesregierung unterstützt wird. Mit CureVac stehen Sie auch selbst kurz vor der finalen Beantragung der Zulassung eines eigenen mRNA-Impfstoffes bei der EMA. Es ist von besonders großem Wert, dass wir alle heute von den Früchten Ihrer wertvollen Arbeit profitieren können. Lassen Sie es mich so sagen: Ihre Pionierarbeit, Ihr Mut und Ihr Durchhaltevermögen sind beeindruckend und beispielhaft. Das sehen ganz offensichtlich auch die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen und die Stiftung Universitätsmedizin Essen so. Zu der Auszeichnung mit der Ehrenmedaille und dem Meyer-Schwickerath-Preis für herausragende wissenschaftliche Leistungen gratuliere ich Ihnen herzlich. Und wir freuen uns auch sehr, dass CureVac im Jahr 2022 in großem Umfang in Zusammenarbeit mit Bayer hier in Nordrhein-Westfalen in Wuppertal mRNA-Impfstoff für Deutschland, Europa und die Welt produzieren will. Das wird ein weiterer wichtiger Schritt zur Bewältigung der Pandemie sein. So hoffen wir es jedenfalls. Denn neben der Forschung und Innovation ist natürlich auch die praktische Anwendbarkeit und die Verfügbarkeit von Impfstoff sehr zentral. Auch das ist ein Punkt, auf den wir als Landesregierung immer wieder hinweisen und hinwirken. So zeigt die Corona-Krise nicht nur sehr deutlich, wie wichtig und vor allem wie extrem leistungsfähig eine vernetzte Medizin ist. Sie hebt insbesondere auch die Bedeutung einer engen und guten Zusammenarbeit mit allen Partnern aus dem Gesundheitssystem spürbar hervor. Und zudem zeigt sie auch, wie wichtig es ist, vorhandenes Wissen zusammenzuführen und daraus strategische Empfehlungen abzuleiten. Wir hoffen, dass dazu beitragen wird auch die neue Virusallianz NRW, kurz Viral, mit der Virusallianz, in der auch das Universitätsklinikum Essen mitwirkt, entsteht ein auf Virologie und Infektionsforschung ausgerichtetes Netzwerk, das vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt wird. Und für uns steht dabei die standortübergreifende Vernetzung verschiedener wissenschaftlicher Institute und Disziplinen der Infektionsmedizin im Mittelpunkt. Wir verfolgen dabei das Ziel, erhebliche Fortschritte bei der umfassenden Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Covid-19 zu generieren. Das vorhandene große Potenzial der Forschung werden wir dann für Nordrhein-Westfalen und natürlich weit darüber hinaus nutzen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen im Namen der Landesregierung für Ihre wichtige und harte Arbeit. Wir alle hoffen, dass insbesondere die Impfungen helfen werden, möglichst viele Menschen weltweit zu schützen, die Intensivstationen zu entlasten und dass wir damit weitere erfolgreiche Schritte zur Pandemiebekämpfung gemeinsam gehen können. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich einmal den Begrüßungsworten von Herrn Professor Werner anschließen, möchte dann aber gleich zu unserem Hauptgast kommen,
Was gibt es Schöneres für einen Virologen als eine Persönlichkeit wie Herrn Dr. Ingmar Hoerr hier vorstellen zu dürfen? Jemand, der so erfolgreich an Impfstoffen gearbeitet hat in seiner Karriere. Sie alle wissen oder jetzt besonders in der Corona-Pandemie, dass Impfstoffe unsere allerwichtigste Waffe gegen Infektionskrankheiten sind. Viel, viel wichtiger noch letztendlich als Therapien, wenn man das auf die Zahl von Menschen betrachtet, die man damit vor einer gefährlichen Infektion schützen kann. Herr Hoerr ist ein Kind des Schwabenlandes. Er ist in Wendling und Nördling zur Schule gegangen. Das sind so Orte, die man aus dem Lied der Schwäbischen Eisenbahn kennt. Und ist dann nach Tübingen gegangen und hat von 1990 bis 1996 in Tübingen Biologie studiert. Das hat er unterbrochen einmal mit einem größeren Praktikum in Indien, kann also vermutlich besser nachvollziehen als wir, wie schwer Indien durch die Pandemie, die wir derzeit weltweit haben, gerade ganz aktuell betroffen ist. Dann hat er nach seinem Studium in Tübingen seine Doktorarbeit begonnen und das war gleich der Grundstein für seine herausragenden Entdeckungen. Er hat diese Doktorarbeit begonnen in der Abteilung für Immunologie des Interfakultären Instituts für Zellbiologie. Leiter dieses Instituts war und ist Hans-Georg Rammensee, den sicherlich alle deutschen Immunologen und auch alle deutschen Virologen sehr gut kennen als einer der herausragenden Persönlichkeiten auf diesem Gebiet. Er hat dort also seine Doktorarbeit angefertigt, Herr Hoerr, bei Günter Jung und Hans-Georg Rammensee als Institutsleiter und hat damals begonnen, an genetischen Impfstoffen zu forschen. Das war etwas, was schon in den 80er Jahren aufgekommen war, die Idee. Und um zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht, muss man vielleicht einmal kurz verstehen, wie Impfstoffe eigentlich traditionell hergestellt worden sind. Wenn man jetzt von einem Virus ausgeht, ist es sehr naheliegend, dass wenn man gegen ein Virus impfen will, dass man das tut mit dem Virus selber oder mit Bestandteilen des Virus. Und genauso wurden klassisch Impfstoffe hergestellt. Man hat entweder das Virus in großen Mengen vermehrt und dann abgetötet und das als Impfstoff verwendet, oder man hat das Virus abgeschwächt und dieses abgeschwächte Virus als Impfvirus verwendet. Das waren so die klassischen Vorgehensweisen der Impfstoffentwicklung in der Virologie. Und in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren schon, kam dann aber die Idee auf, man könnte ja anstatt die Virusbestandteile selber die genetische Information für diese Bestandteile benutzen und damit einen Impfstoff entwickeln. Und die erste Idee war naheliegend, man benutzt das, was für die grundlegende Information kodiert, nämlich die virale DNA. Und man entwickelt DNA-Impfstoffe, die dann dazu führen, dass Teile des Virus produziert werden, wogegen man letztendlich eine Immunantwort entwickelt. Nun, das war auch die erste Themenausrichtung, soweit ich weiß, der Doktorarbeit von Herrn Hoerr. Und damals hat niemand es für möglich gehalten, dass es auch vielleicht ein anderes Molekül gibt, was das vielleicht sogar noch viel besser kann. Nämlich die RNA. Die RNA ist sozusagen der Mittler zwischen der DNA und dem Teil des Virus, was man eigentlich letztendlich produzieren möchte. Es ist sowas wie die Matrize, von der letztendlich dann die Proteine produziert werden. Herr Hoerr hat also DNA-Impfungsexperimente gemacht in Mäusen und hat damals als Kontrolle, eigentlich als Negativkontrolle gedacht, auch eine RNA mitverwendet. Viele andere haben Negativkontrollen einfach mit Kochsalz gemacht, aber Herr Hoerr war schon damals besonders gründlich
und hat eine hervorragende Kontrolle verwendet und war dann auch so weitsichtig zu sehen, dass diese Kontrolle nicht etwa eine Negativkontrolle war, sondern viel besser funktioniert hatte als das eigentliche Experiment, nämlich die DNA. Und wenn man das historisch betrachtet, ich hatte gesagt, schon in den 80er Jahren begannen die ersten Erforschungen von DNA-Impfstoffen. Wir haben bis heute keinen einzigen DNA-Impfstoff. Das bedeutet, dieser Weg war nicht besonders fruchtbar bisher. Und wer uns auch in der SARS-CoV-2-Pandemie jetzt nicht zur Seite gesprungen. Umso wichtiger war, dass Herr Höhr dieses Kontrollexperiment erkannt hat und letztendlich daraus seine weitere Forschung entwickelt hat, nämlich die Impfung mit mRNA statt DNA. Dafür gab es sicherlich einige Schwierigkeiten, die gemeistert werden mussten. Aber in diesen ersten Experimenten funktionierte das hervorragend. Herr Höhr hat dann bereits im September 1999 ein Patent auf diese Idee angemeldet. Dann im Jahre 2000, gleich Anfang des Jahres, erschien die Publikation im European Journal of Immunology zu dieser Arbeit. Und bereits im selben Jahr hat Herr Höhr dann mit anderen Personen aus dem Institut CureVac gegründet. Also eine sehr schnelle Folge letztendlich, nachdem die entscheidende Entdeckung gemacht war. Und die Firmengründer haben sich dann auch die RNA-People genannt, was genau zeigt, dass sie ihren Fokus eben auf diesem Molekül hatten, was bis dahin niemand irgendwie als Impfstoffmöglichkeit wahrgenommen hat. Nun, es folgte, glaube ich, eine sehr schwierige Phase in der ersten Entwicklung der Firma. Es gab wenig Geld, es gab wenig Personen, die man von der Idee überzeugen konnte. Zum Glück haben wir eine relativ weitsichtige Person in Deutschland, Dietmar Hopp, der 2005 in die Firma eingestiegen ist, der sehr viel Entwicklung im Biotech-Unternehmen gemacht hat in den letzten Jahren in Deutschland. Sie wissen, dass er in deutschen Fußballstadien ausgepfiffen wird, sicherlich völlig zu Unrecht für das, was er für diese Gesellschaft schon getan hat. Danach ging es dann bergauf mit diesem Kapital. Und es konnte sozusagen weitere Entwicklungsschritte vollführt werden, sodass man immer mehr zeigen konnte, dass diese Idee fruchtbar ist und dass man damit Impfstoffe entwickeln kann. Zuerst so ein bisschen ein Fokus auf die therapeutische Vaccinierung beim Krebs. Das ist was, was die Firma weiterhin auch klar verfolgt. Wir haben aber selber mit CureVac eine Zeit lang zusammengearbeitet bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Tollwut zum Beispiel. Also auch da waren früh virale Erreger dann im Fokus. Nun, warum hat das so lange gedauert? Letztendlich von der initialen Idee, Gründung der Firma, das ging alles sehr schnell bis zu diesem heutigen Punkt. Was war das Problem sozusagen, dass die Pharmaindustrie und auch die wissenschaftliche Community die Genialität dieser Idee nicht erkannt hat über viele Jahre? Und das lässt sich an einer Zahl festmachen. Diese Erstpublikation von Herrn Höhr ist inzwischen 94 Mal zitiert. Das ist nicht schlecht, aber für so eine Arbeit von dem Ausmaß ist das ein Witz, muss man sagen. Und die wissenschaftliche Community hat an dieser Stelle nicht erkannt, was es hier für ein Potenzial gab. Zum Glück haben die Personen um Herrn Höhr und er selber erkannt, was das für ein Potenzial birgt und haben das weiterentwickelt. Die Vorurteile im Rest der Community waren immer, RNA ist sehr instabil und ist nicht stabil genug, um damit zu impfen. Dieses Problem haben die Kollegen um Herrn Höhr aber dann immer weiter gelöst. Sie haben die RNA stabilisiert,
Heutzutage wird der Impfstoff mit einer Umhüllung gegeben, eine Lipidhülle, die um den Impfstoff drum ist, um die RNA noch weiter zu stabilisieren. Und dann gab es das zweite Vorurteil, so eine Impfung ist nicht wirksam genug, die Immunantwort ist nicht stark genug. Das war etwas, was man tatsächlich über Jahre bei den DNA-Vakzinen gesehen hat. Nun hat die RNA einen unglaublichen Vorteil, der dann auch schnell erkannt worden ist von den Entwicklern von CureVac, nämlich sie wirkt als eigenes Adjuvans. Was ist ein Adjuvans? Wenn wir Proteine spritzen von einem Impfstoff, gibt es keine sehr besonders starke Immunantwort, wenn nicht ein Warnsignal mit diesem Protein zusammenkommt, nämlich das Warnsignal, es kommt hier ein infektiöser Erreger in den Menschen. Man braucht ein zusätzliches Signal. Und diese RNA ist das zusätzliche Signal selber, wenn man sie entsprechend modifiziert. Da kommt also das Protein, das dann übersetzt wird, und das Warnsignal, hier handelt es sich vermutlich um eine Infektion, in einem Molekül, ein genialer Trick. Diese wichtigen Erkenntnisse sind dann über die Jahre eben erarbeitet worden und heute steht diese ursprüngliche Arbeit nach meinen Informationen, die nur 94 Mal zitiert worden ist, oder Herr Hör, steht auf der Liste der Kandidaten für den Nobelpreis. Daran kann man sehen, dass jetzt endlich erkannt worden ist, was für eine herausragende Entdeckung das letztendlich war. Inzwischen ist Herr Hör auch Ehrenbürger der Stadt Tübingen und Ehrensenator der Universität Tübingen. Also die Universität und die Stadt hat durchaus erkannt, was für eine herausragende Leistung sie hier verbracht haben. Inzwischen, wir haben jetzt 20 Jahre später, also 20 Jahre hat diese Entwicklung, dieses Ausräumen von Vorurteilen dann gebraucht, bis es jetzt kurz bevorsteht, dass die Firma CureVac ihr erstes Produkt wirklich auf dem Markt hat und die Zulassung hoffentlich für den Impfstoff dann bald erfolgt. Inzwischen haben diese Idee, das wissen wir alle, andere Firmen aufgegriffen, die die RNA etwas modifiziert haben, damit ein eigenes Patent kriegen konnten und jetzt schon Impfstoffe auf dem Markt haben. Aber alles das basiert auf der Arbeit von Herrn Hör und insofern ist das nicht groß genug anzuerkennen. Auch die Ausdauer, mit der das letztendlich vorangetrieben hat, trotz einer jetzt hoffentlich überwundenen schweren Erkrankung, die noch dazwischen kam. Aber es hat 20 Jahre gedauert. Aber jetzt ist es so, dass, denke ich, die Zukunft den RNA-Impfstoffen gehören wird. Ich denke, wir werden für viele Infektionskrankheiten in Zukunft RNA-Impfstoffe sehen und haben und vielleicht auch gegen Virusinfektionen, gegen die wir bisher, ich selber komme ja aus dem HIV-Feld, seit über 30 Jahren vergeblich versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist die große Hoffnung und deswegen freue ich mich so, dass Herr Hör heute hier ist und freue mich sehr auf den Vortrag, der lautet Die RNA-Revolution, ein Biomolekül erblickt das Licht der Welt. Herr Hör, die Bühne ist Ihres. Das hängt jetzt hier irgendwo noch, naja. Mit Mikrofon ist es so eine Sache, wenn man eine Maske hat. Schwierige Zeiten. Kriegt man hin. Ja. Herzlichen Dank. Das war natürlich eine super Einführung. Da haben Sie praktisch meinen ganzen Vortrag schon vorweggenommen. Wirklich faszinierend. Ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Auch wenn das Plenum sehr leer ist, trotzdem ist es toll, wieder präsent zu sein. Und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und auch für die Ehre, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel anfügen.
Aber ich gehe noch mal so ein bisschen in die Details rein. Also ganz wichtig, weil CureVac ist börsennotiert an der Nasdaq. Deswegen habe ich natürlich dieses Statement zu machen. Ich habe also keine offizielle Funktion in der Firma CureVac. Und die Sachen, die ich jetzt hier sage, sage ich als Gründer, ist meine private Meinung. Egal, ob der Kurs nun hochgeht nach meinem Vortrag oder runter. Also ich bin dafür nicht verantwortlich. Das ist generell einfach wichtig zu sagen. Ja, fangen wir mal an. Wo kommt denn diese RNA-Geschichte her? Und da fangen wir eigentlich relativ früh an in diese Ursuppen, also wo die ersten Biomoleküle überhaupt generiert worden sind. Es ist schon eine Weile her, also auch vor den Dinosauriern. Da war es so, dass auf dem Planeten ein sehr, sehr heißes Klima herrschte mit Molekülen, die gelöst waren in Wasser, zum Beispiel Cyamide, Cyanoacetylen, Glykoaldehyd, Glycerinaldehyd und Phosphat, alles, was man heute irgendwo nicht kennt, aber letztlich Grundbausteine, auf denen die Nukleinsäuren aufbauen. Und die Natur hat letztlich diese Nukleinsäuren geformt, um Leben entstehen zu lassen. Das ist also wirklich eine ganz hochspannende Sache, dass in diesen Millionen von Jahren eine RNA-Welt entstanden ist. Also RNA war eigentlich das erste Molekül auf der Erde, bevor dann die viel umschworene DNA kam, also das Chromosommaterial, was wir in uns tragen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Thematik, die ich damals auch am Anfang der Doktorarbeit gelesen hatte, wo ich gedacht habe, na, RNA scheint doch ganz wichtig zu sein, sonst wäre es nicht vor der DNA entstanden. Und letztlich ist es auch so dann gewesen, sodass aus dieser RNA-Welt die Bakterien entstanden sind, dann letztlich in das tierische Übergang sind, der Urmensch zum Beispiel, dann in diese alten Menschen und dann erst jetzt diese Menschen, wie wir sie kennen, entstanden sind, alle aus diesem Ursprung hervor. Und dieses RNA-Molekül aber eigentlich völlig vergessen war. Also diese RNA-Welt wurde von einem Wissenschaftler postuliert, aber der wurde mehr oder weniger nicht anerkannt und wurde auch verlacht. Und umso mehr freut es mich einfach, dass jetzt auch durch diese Firmen gezeigt wird, wie wichtig eigentlich die RNA ist als Mutter der genetischen Information. Da hier ganz kurz nochmal dargestellt, also besteht aus sogenannten Basen, Cytosin, Guanin, Adenin, Uracil. Es entspricht eigentlich fast einer DNA. Ausgetauscht. Das Thymin wurde zu Uracil ausgetauscht. Und genau da setzt auch die Technologie der anderen Unternehmen an, BioNTech und Moderna, eine Technologie von der Amerikanerin Caroline Carrico, die sogenanntes Pseudo-Uracil einsetzt. Also kein natürlicher Baustein, sondern ein chemisch veränderter Baustein. Das ist so der Hauptunterschied. Und die CureVac verwendet natürliches Uracil. Also die RNA von CureVac ist eine völlig natürliche RNA, wie wir sie millionenfach im Körper tragen. Was sind die Vorteile der RNA? Also erstmal müsste ich über die Nachteile reden, die letztlich die RNA-Forschung über Jahrzehnte behindert hat. Ein ganz, ganz schwerer Nachteil ist diese Instabilität der RNA. Die vermeintliche Instabilität, weil RNA, so steht es hier, ist hitzestabil. Und ist überhaupt nicht instabil. Also ist ein sehr, sehr stabiles Molekül. Warum wird die RNA als instabil gebrandmarkt? Das liegt daran, weil die Natur Moleküle erfunden hat, die die RNA abbauen können, die sogenannten RNAsen. Also Moleküle, die die RNA zerschneiden. Weil sonst wäre die RNA viel zu stabil und würde für ewig in der Zelle bleiben, wenn es nicht diese RNAsen gäbe. Und deswegen hat die Wissenschaftler gedacht, RNA ist sehr, sehr instabil und deswegen kann man da wenig mit anfangen. Das ist aber nicht so. Im Gegenteil, RNA ist hitzestabil. Das habe ich auch zu meinem Erstaunen in der Doktorarbeit kennengelernt. Also man kann RNA wirklich kochen, über einen Bunsenbrenner halten und kochen und sie bleibt weiterhin stabil. Letztlich ist RNA auch sehr, sehr gut löslich, lässt sich also in Salzlösungen hervorragend lösen, kann auch dann bei 4 Grad gelagert werden. Und ist auch letztlich biochemisch herstellbar in großen Mengen. Warum? Weil die Bausteine der RNA immer die gleichen sind. Ja, nur die Sequenz, also die Anfolge der Bausteine unterscheiden sich. Und deswegen ist es chemisch gesehen ganz ideal für pharmazeutische Produktion. Einer der großen Vorteile der RNA-Technologie.
Ja, letztlich bin ich auch stolz, in Tübingen zu sein, nämlich da kommt die RNA eigentlich her, von auch einem einigermaßen vergessenen Forscher, Friedrich Miescher, der 1869 die Nukleinsäuren entdeckt hat im Schlosslabor. Und als ich mir das mal angeguckt habe, war da eine Bibliothek drin, eine kleine Fachbibliothek im Schloss von den Kulturwissenschaftlern. Und ich habe mir gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Also hier wurden weltweit die Nukleinsäuren entdeckt und die Universität macht da nichts draus. Und da ist irgendwas, ein Abstellraum entstanden. Da habe ich auch gesagt, nee, das müssen wir ändern. Und wir hatten damals auch einen Preis gewonnen von der Europäischen Kommission. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das Preisgeld einsetzen, um hier ein Museum draus zu machen. Also in Tübingen steht das einzigartige Miescher-Museum. Falls Sie mal nach Tübingen kommen und zum Schloss gehen, gehen Sie da rein. Da ist die Ursprünge sind dargestellt. Wir haben sogar auch noch ehemalige Reagenzien gefunden aus Miescher. Also die waren in der Biochemie auch in der untersten Schublade noch gelagert. Die sind da auch ausgestellt. Also eine sehr, sehr faszinierende Sache. Ja, interessant letztlich ist auch, dass wir nicht klassisch Risikokapital investiert sind, sondern einzelne Persönlichkeiten in CureVac investiert haben. Sie haben es eingangs gesagt, ganz großen Dank sind wir verpflichtet Herrn Hopp. Und an den Herrn Hopp sind wir auch nur über Friedrich von Bohlen herangekommen. Friedrich von Bohlen, der ist hier vor allem auch bekannt aus der Krupp-Dynastie, der damals selber ein Biotechnologieunternehmen gegründet hatte und auf der Suche war nach neuen Investments und den ich dann über seinen ehemaligen Anwalt kennenlernen durfte und er dann nach Tübingen gekommen ist und das mal sich angeschaut haben. Und Friedrich ist auch so ein Geist, kann man fast sagen, ein Bruder im Geiste. Also es war möglich, Friedrich wirklich anzuzünden über die Aussagen, die ich getroffen habe. Und Friedrich hat wirklich auch diese Vision verstanden, im Gegensatz zu ganz vielen Risikokapitalinvestoren, die gesagt haben, was ist denn das Verrücktes, was dieser Doktorand da anschleppt? Ja, wenn es so toll wäre, wäre es doch schon längst in Boston passiert. Wieso dann jetzt hier in Tübingen? Also Friedrich von Bohlen war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und es ist auch ganz wichtig, dass man immer versucht, Verbündete zu finden, die da einsteigen, mit denen man eine Verbindung machen kann. Letztlich sind wir auch so über Dietmar Hopp an den Bill Gates gekommen. Bill und Melinda Gates Foundation hat in CureVac investiert, auch weil wir persönlich Bill Gates überzeugen konnten in Paris, als wir ihn getroffen haben und erzählen konnten, was denn eigentlich RNA ist. Nur war natürlich Gates viel tiefer drin als Dietmar Hopp. Bei Dietmar Hopp habe ich noch die Analogie gemacht, Herr Hopp, wir machen was Ähnliches wie SAP, das ist ein Betriebssystem vom Körper, das wir da machen. Bei Bill Gates hat es nicht gefruchtet, sondern er hat dann gleich gesagt, nee, ich weiß bestens Bescheid bei RNA, ihr könnt mal gleich auf Folie 18 gehen und diese Einladung will ich gar nicht wissen. Also das war letztlich Gates, also das ist erstaunlich, wie tief er drin ist. Er ist ja auch ITler von Beruf her, aber er ist extrem wissenschaftlich fundiert. Dann die Zentrale von CureVac ist auf dem Berg oben und also ein bisschen von der Altstadt entfernt, aber Erweiterungsflächen, Sie können es da sehen, sodass neue Bauwerke da auch entstehen konnten und mittlerweile sind auch diese Gebäude aufgebaut, auch die Produktionseinheit ist etabliert in Tübingen und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ort, wo man sich wohlfühlen kann, vor allem für junge Leute, die junge Familien haben, ist ein sehr, sehr toller Ort. Diese studentische Atmosphäre ist was Tolles. Das Einzige, was nicht so toll ist, sind die Mietpreise, die sind relativ hoch, aber ansonsten ist es sehr, sehr schön dort. Ja, hier ist meine erste Publikation aus dem Jahr 2000, beziehungsweise das ist eine nachfolgende Publikation, nicht die allererste aus dem Jahr 2000, weil die ging damals nicht in Nature Biotechnology. Also dieses Journal hat es nicht akzeptiert damals, sondern es ging in ein weniger großes Journal, European Journal of Immunology. Nature hat es dann aufgegriffen, relativ spät, 10 Jahre später, als es dann hier geschrieben hat, meinen persönlichen Weg als Successful Founder of the Bitten Path. Da ging es darum, wie kam es zustande in Tübingen und warum ausgerechnet in Tübingen. Hier mal Eindrücke, wie das damals denn war. Das ist so ein typisches Labor aus der Universität, aus der organischen Chemie, beziehungsweise eigentlich ein Abstellraum, wo wir Erlaubnis hatten, im Rahmen des Programms Junge Innovatoren an der Universität zu gründen. Wir durften also die Universitätsräume benutzen. Das hat uns das Land Baden-Württemberg freigegeben. Das wusste aber der Pförtner nicht, der an der Schranke saß.
Und wir mussten jedes Mal ein Schreiben vom Rektor vorzeigen, damit er die Schranke aufgemacht hat und wir durch konnten. Also auch letztlich die benachbarten Arbeitskreise haben uns eigentlich auch argwöhnisch beobachtet, was wir denn da so treiben. Business und akademische Lehre beißt sich. Das geht ja überhaupt nicht. Also von daher war das was völlig Abstruses damals an der Universität. Aber für uns war es gut, dass wir die Geräte nutzen durften, weil wir das selber gar nicht das Geld hatten, das alles anzuschaffen. Also die Tiefkühlschränke von vor allem minus 70 Grad, die Zentrifugen und so weiter. Das waren alles Geräte, auf die wir angewiesen waren. Ja, und hier sehen Sie das allererste Arbeitszimmer. Auch das, ein sehr, sehr kleiner Raum, Überquellen von Aktenordnern. Und ein bisschen durcheinander, also die Kreativität, ich war immer kreativ irgendwo, also habe das dann letztlich immer so im Durcheinander gehabt. Der Mitgründer Florian von der Mülke war da ganz anders, der war akribisch und deswegen hat er auch die Produktion gemacht, weil da muss man akribisch sein. Aber ich war immer der kreative Part, der eigentlich eher ein bisschen unordentlich unterwegs war. Aber geschadet hat es der Firma dann doch nicht, wenn man vor allem das erkennt, dass man eigentlich jemanden braucht, der einen da irgendwie komplettiert. Hier sieht man das erste Labor, das wir da genommen haben, also hier wirklich ein klassisches Firmenlabor und nicht Universitätslabor, aber in Universitätsräumlichkeiten. Der Meetingraum war dann vor dem Aufzug. Hier sehen Sie da auf der rechten Seite den Aufzug und dann so eine Bank. Und da saßen wir da und haben dann einfach die Meetings gemacht, weil wir drinnen eigentlich keinen Platz hatten. Ja, das ist eine klassische studentische Atmosphäre. Letztlich war es gut und heilsam für uns, dass wir so einen Punkt hatten und wir nicht sofort von 0 auf 100 gewachsen sind, wie so viele anderen, vor allem aus der Dotcom-Blase damals, um das Jahr 2000 herum. Es hat wahrscheinlich vielen Unternehmen nicht gut getan, zu viel Geld am Anfang zu haben. Also wir haben uns das letztlich alles erarbeitet. Ja, da wir auch Schwaben sind, brauchen wir natürlich auch einen Firmenwagen. Das sieht man hier gleich, dass der Firmenwagen natürlich auch gekauft worden ist. Ich war zum ersten Mal eingeparkt hier vor dem Arbeitskreis der Universität. Und letztlich hat CureVac eine wahnsinnige Transformation entnommen. Sie sehen das baulich gesehen natürlich jetzt, diese Gebäude, wie sie heute sind und damals. Aber letztlich auch von den Mitarbeitern her. Also CureVac ist extrem gewachsen, über 500 Mitarbeiter. Anfänglich waren wir 5 bis 10 Mitarbeiter. Bedeutet natürlich auch Managementstrukturen, die eingeführt worden sind, Geschäftsprozesse, Controlling und so weiter, alles Dinge, die einem eigentlich fernliegen als Uni-Arbeitskreis-Bediensteter sozusagen. Also Dinge, die wir alle lernen mussten in dem Bereich. Die Gründung war dann 2000 aus der Universität Tübingen, keine reine Ausgründung, weil wir da bleiben konnten und da unsere Labore nutzen können. Mittlerweile, ich habe es eingangs gesagt, sind wir 600 Mitarbeiter und CureVac war auch die erste Firma, die RNA in den Menschen gespritzt hat. Also das stellt man sich so einfach vor, aber man braucht da eine pharmazeutische Herstellungserlaubnis, sogenanntes GMP, Good Manufacturing Practice, bevor man das machen darf. Und wir haben es eigentlich nicht gewusst am Anfang. Wir haben gedacht, naja, wir haben jetzt eine RNA hergestellt, eine spritzen wir irgendwo rein und dann werden wir schon sehen, was es tut. Ja, aber das war nicht der Fall. Es war nicht möglich, sondern wir mussten uns mit diesen GMP-Regularien extrem befassen. Und es war auch eine sehr interessante Zusammenkunft mit dem jeweiligen Verantwortlichen vom Regierungspräsidium, der uns dann mal besucht hat bei CureVac und der dann irgendwo sehr, sehr harsch mit uns war, weil wir gesagt haben, er soll uns bitte sagen, was wir machen sollen. Und er hat gesagt, falsche Frage. Umgekehrt. Wir müssen sagen, was wir machen und er kontrolliert es. Er ist kein Berater. Ja. Aber letztlich war er dann doch so gnädig, dass er uns zumindest ein paar Anhaltspunkte gegeben hat, wie wir denn da vorangehen können und wie wir so ein GMP-Labor auf die Beine stellen. Worauf ich raus möchte, ist nicht so einfach so schnell ein Biotechnologieunternehmen gegründet, sondern man muss im Prinzip das ganze Pharmaunternehmen vor Augen sehen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige, anspruchsvolle Leistung am Anfang der Gründung, wo viele Unternehmen schon von vornherein scheitern. Wir haben letztlich zum Glück das Geld gehabt, das machen zu können und haben das erste Reinraumlabor aufgebaut. Dementsprechend waren wir auch die Pioniere, dass wir zum ersten Mal einen Patienten immunisieren konnten. Es war damals ein Melanompatient, ein schwarzer Hautkrebspatienten. Wir haben natürlich sehr, sehr viel auch mit Strategie gearbeitet. Weil wir die allerersten waren, hatten wir auch keine Role Models. Es gab keine anderen RNA-Firmen. Also wir waren die Ersten. Wir mussten dann sehen, wo soll das Ganze hingehen? Was sind die besten Patienten? Was sind die besten Produkte? Wie kann die Strategie aufgebaut werden? Und so weiter.
Also wir haben auch sehr, sehr viele Offline-Meetings gemacht, wo wir der ganze Vorstand zusammensaß und beratschlagt haben, wie können wir vorangehen. Wir haben die Mitarbeiter auch einbezogen. Mitarbeiter war wichtig oder sind wichtig. Das Humankapital, wie es so schön sagt auf Neudeutsch, ja, ist das absolut Wichtigste, was man hat. Auf diese Leute muss man aufbauen. Dementsprechend lag uns immer am Herzen, dass wir die mit einbeziehen und dass vor allem die Mitarbeiter sehr zufrieden sind und einen Sinn sehen dessen, was sie tun. Wichtig waren auch strategische Partnerschaften, die geschlossen worden sind. Eine der ersten war mit Boehringer Ingelheim damals, wo wir uns um Krebstherapien uns gekümmert haben. Hier sehen Sie das allererste Geld, was über eine kleine VC-Unternehmung reinkam, Risikokapitalinvestoren, 2003. Relativ kleine Beträge, es war ein bisschen mehr wie über 1 Million, ich glaube 1,6 Millionen Euro damals. Also für ein Biotechnologieunternehmen relativ wenig, aber für uns war es wirklich gut, dass wir das bekommen haben, weil wir hatten sonst eigentlich keine Möglichkeiten, uns zu finanzieren. Am Anfang hatten wir auch einen Kundenkontakt, weil wir haben RNA hergestellt. Das muss man sowieso machen für uns, aber auch für Kunden, die damals vor allem mit sogenannter SI-RNA gearbeitet haben, also Interferenz-RNA, die damit Gene ausschalten wollten. Und wir haben damals einen Webauftritt gehabt, wo wir dann einfach gesagt haben, ihr könnt bei uns bestellen, wir machen das, wir reinigen das auch auf. Und damit haben wir auch relativ früh Umsätze generiert, natürlich nicht ausreichend für uns, aber was, glaube ich, wichtig war, dieses Geschäftsdenken, dass man sagt, okay, man hat Kunden, man muss die Kunden befriedigen, man muss mit Reklamationen umgehen, ja, man muss an Kalkulationen machen und so weiter. Und ich glaube, das hat sehr, sehr gut getan für uns, dass wir von vornherein ein Unternehmen waren und nicht nur auf dem Blatt Papier ein Unternehmen waren und eine Forschungsinstitution eigentlich. Die Mitarbeiter vor dem Gebäude. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu dem, was wir eigentlich tun. Es gibt die DNA, das ist Chromosomenmaterial. Jeder von uns hat DNA, das ist ein Molekül, das ist sehr, sehr stabil, ist auch von Natur so gemacht. Es soll stabil sein und soll auch von Generation zu Generation vererbt werden. Deswegen hatte ich auch am Anfang immer meine Bedenken mit der Gentherapie, die damals in den 90er Jahren sehr, sehr in war. Also es gab damals sehr, sehr viele Gentherapieunternehmen, Versuche und so weiter, bis ein Proband in den USA verstorben ist, der Jesse Gelsinger, der so eine Gentherapie bekommen hat und zum ersten Mal erkenntlich wurde, dass es auch gefährlich sein kann, mit Chromosomenmaterial zu arbeiten. Und das hatte ich dann wirklich auch vor Augen gehabt und gesagt, die kleine Schwester, die Messenger-RNA, ist da wesentlich geeigneter, weil sie ist gedacht, dass sie ein sogenannter Messenger ist, ein Bodenüberträger, und dass man damit umgehen kann, weil die Natur das genauso macht. Also das natürliche Prinzip war sehr, sehr wichtig. Und was wir dann auch geguckt haben, ist natürlich, wie macht die Natur das? Wie macht eine Natur eine stabile RNA? Da komme ich gleich nochmal drauf. Und aus dieser RNA entstehen dann die Proteine. Und das Gute an der RNA-Technologie ist, dass die immer gleich ist. Die Strukturen der RNA sind immer gleich, weil es nur 4 Bausteine hat. Im Gegensatz zu den Proteinen, wie man hier auf dem Bild sieht, sehr, sehr heterogen sind. Ja, teilweise Antigene, Antikörper, teilweise kugelförmige Konstrukte. Also sehr, sehr heterogen, auch dementsprechend schwer herzustellen von der Pharmaindustrie. Es geht also eigentlich, wenn man die RNA anguckt, um Information, also eine Software, die man letztlich im Körper hat und die der Körper lesen kann und daraus dann die benötigten Proteine machen kann. Nachdem die Software gelesen ist, wird sie abgebaut, weil der Körper dann Informationen nicht mehr braucht. Und wenn er sie wieder braucht, dann gibt es eine neue RNA, die wieder neue Informationen bringt. Das ist die Natur. Und dieses natürliche Prinzip verwendet die CureVac auch entsprechend zu gucken, wie macht eigentlich die CureVac eine stabile RNA. Und die RNA der Natur sind stabilisiert über Sequenzen, die an beiden Enden angeheftet sind. Wenn man einfach mal guckt, wie der Krallenfrosch zum Beispiel stabilisierte RNA hat, dann kann man diese Sequenzen verwenden und sie woanders anflanschen. Es ist auch so, dass dann die Verpackung der RNA sehr, sehr wichtig ist, in diese Moleküle, Fettmoleküle, dass die Aufnahme in den Zellen funktioniert. Es gibt also verschiedene Eigenschaften, wie man eine RNA optimieren kann. Und für CureVac war es immer wichtig, die natürlichen Optimierungen zu verfolgen und nichts Chemisches zu machen. Hier kann man mal kurz sogenanntes Pipeline sehen, also in den prophylaktischen Vakzinen, die am Anfang noch nicht so im Fokus standen. Am Anfang war man eher im Bereich der Onkologie unterwegs, wo auch der erste Patient behandelt worden ist. Aber es war relativ klar, vor allem durch das Investment der Gates Foundation, dass RNA ideal für Vakzine ist, weil RNA einfach auch bei Kühlschranktemperatur gelagert werden kann, weil jeweils die Antigene, die man braucht, umschreiben kann und das molekulare Gerüst der RNA immer gleich ist und sie einfach zu produzieren ist.
Und da gibt es einen Kooperationspartner mit der Gates Foundation, aber auch mit der Coalition for Epidemic Preparedness, die CEPI, in Bereichen von tropischen Fiebern, zum Beispiel Lassa oder Gelbfieber, wo es bislang auch noch nicht gute Therapien gibt, aber auch Tollwut zum Beispiel, das immer noch ein Problem in Entwicklungsländern ist und wo man vor allem ein gutes Readout hat, weil man kann eindeutig den schützenden Antikörpertilter da bestimmen. Deswegen waren die Tollwutversuche sehr, sehr wichtig für die CureVac. Da gab es auch Phase-1-Ergebnisse. Aber ansonsten sehen Sie mal, dass die Pipeline noch relativ mau ist. Also im Prinzip sind wir im präklinischen Entwicklungszustand bei allem. Und warum ist das so? Weil die Komplexität so hoch ist mit der RNA. Also die Herstellung ist sehr, sehr komplex, die Anwendung ist sehr, sehr komplex. Und zum ersten Mal mit Covid gab es zum ersten Mal ein Role Model, wie man diese Impfstoffe produzieren kann und wie man sie dann letztlich zur Zulassung bringen kann. Es ist natürlich wichtig, dass man klinische Versuche macht. Hier sehen Sie nochmal Zusammenfassung der klinischen Versuche, die gelaufen sind. Hier in dem Fall diese Covid-Versuche, sehr, sehr wichtig. Da sind die anderen natürlich schon in der Zulassung. CureVac kommt hoffentlich auch bald dazu. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes System, weil relativ viele Probanden, gesunde Probanden immunisiert werden müssen. Es geht also in die zigtausende Probanden und das ist natürlich so ein kleines Unternehmen wie die CureVac sehr, sehr schwierig zu handeln. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist die Produktion. Da habe ich vorher auch gesagt, das betrifft ja nicht nur die Forschung. Wenn man an der Uni was forscht oder sowas, ist es ja nun letztlich die halbe Miete. Es muss ja umgesetzt werden. Man muss ja pharmazeutisch produzieren können. Und das war ein Riesenaufwand für uns, wo relativ viel Geld reingeflossen ist, wo wir auch ein paar Patente generiert haben, die wichtig sind, auch für die Aufreinigung der RNA, die aber auch zum Beispiel auslizenziert worden sind an die Kompetitoren. Die Sache ist so, dass der Prozess sehr standardisiert ist. Also eine RNA wird gemacht wie die andere RNA. Es gibt da keinerlei Unterschiede. Nicht so, wie man Antikörper jetzt herstellt, Proteine zum Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Verfahren. Es ist immer das gleiche Verfahren. Also man kann das auch sehr gut automatisieren. Und das ist einer der sogenannten Sweet Spots dieser Technologie, dass sie automatisiert werden kann und dass sie skaliert werden kann. Also wir haben in Tübingen mit GMP1 angefangen. Das war ein relativ kleines GMP-Labor. GMP heißt Good Manufacturing Practices, also eine pharmazeutische Produktion. Und mittlerweile ist CureVac schon in GMP4 unterwegs, wo eine Marktversorgung stattfinden kann. Und letztlich werden Kooperationspartner auch eingebunden, die das auch bei sich aufbauen, wie zum Beispiel Wacker Chemie oder GlaxoSmithKline und so weiter. Das ist deswegen so wichtig, weil so einen Produktionsprozess gab es bislang noch nie in der ganzen Geschichte. Und deswegen hat auch CureVac sich um den Drucker gekümmert. Da gibt es die Geschichte, wie kam der Elon Musk, der Tesla-Gründer, überhaupt damit in Verbindung. Das war so, dass CureVac mit Kromann aus der Brüm in Eifel kooperiert hat. Kromann ist ein Automatisierer und Kromann wurde von heute auf morgen von Tesla aufgekauft. Und Tesla hat Kromann umstrukturiert. Kromann hat vor allem auch für BMW und Mercedes produziert. Und Tesla hat gesagt, nichts mehr wird gemacht. Wir machen nur noch interne Geschichten, nur noch Tesla-Sachen. Und deswegen haben wir einen Anruf von Kromann bekommen und gesagt, Tesla stampft unser Projekt ein. Die wollen diesen Drucker nicht haben. Dann haben wir gesagt, das kann man nicht machen. Ja, da geht es um die Zukunft. Das ist schon so weit fortgeschritten. Wir können uns das nicht nehmen lassen, sodass wir dann nach Palo Alto geflogen sind, Kollege von mir und ich. Und wir mit dem Management von Tesla, das war der Straubel, hieß der damals, also nicht damals Elon Musk, der war nicht da, aber Straubel zum Beispiel, war da, dass wir den überzeugt haben. Und wir haben wirklich gesagt, ihr Tesla seid vorne dran, was Revolution betrifft, technologische Revolution. Wir CureVac sind ebenfalls vorne dran, was technologische Revolution betrifft. Wir bauen einen Drucker, Medikamentendrucker. Und das ist wirklich schon fast in trockenen Tüchern. Wir haben einen Prototyp schon gemacht mit Tesla Grohmann und ihr könnt es uns nicht nehmen. Also ihr könnt uns diesen Drucker nicht nehmen. Ihr müsst da mitmachen. Und das war der Punkt, wo dann auch Elon Musk gesagt hat, ich verstehe überhaupt nichts, was ihr erzählt habt, aber was ich verstehe, ihr wollt was revolutionieren und da bin ich dabei. Also Revolution möchte ich gerne machen. Und da haben wir den gekriegt, dass er letztlich dann das einzige Projekt, was Tesla Grohmann weitergeführt hat, war dieser RNA-Drucker von uns. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, weil es läuft hervorragend. Und der Elon Musk war auch bei uns in Tübingen gewesen im Herbst und hat sich darum selbst gekümmert und hat auch gesagt, wann ist dieser Drucker endlich verfügbar? Das dauert mir viel zu lang. Ja, also lässt sich wirklich Staub aufgewirbelt, was gut ist. Und wir da einen sehr, sehr guten Kooperationspartner haben, der die Sachen voranbringt.
So sieht er ungefähr aus. Hier ist das Bild vom Herbst letzten Jahres. Man sieht den Herrn Musk mit seiner schwarzen Maske in der Mitte. War ein riesen Medienauflauf, hat geregnet oder sowas. Und da nicht klar war, wann Elon Musk nach Tübingen kommt, standen die Leute schon von morgens Abend, morgens um 9 Uhr schon da. Der kam dann letztlich so um 17 Uhr und stand den ganzen Tag vor dem Gebäude. Also war ein riesen Auflauf. Macht sich da echt kein Bild. Aber letztlich ist es toll, dass er diese Idee verfolgt und wir dadurch diesen Prozess in die Zukunft tragen können. Und warum sind diese Drucker so wichtig? Einerseits natürlich, weil man damit sehr, sehr früh mit Pandemien umgehen kann. Also man hätte zum Beispiel den Drucker, wenn er schon verfügbar gewesen wäre, im März nach Wuhan in China stellen können und versuchen, diese Pandemie regional einzudampfen. War aber nicht der Fall. Aber so könnte man sich vorstellen, wenn irgendwo noch mal in der Welt eine Pandemie ausbrechen sollte, könnte man relativ schnell diese Drucker dahin überführen. Und die sind auch wirklich einsetzbar in tropischen Ländern, wo es auch keine Hygienemaßnahmen gibt, weil sie einfach abgetrennt sind von der Umwelt und einfach auch zu befüllen sind und so weiter. Da muss man nicht reingehen, braucht man keine Handschuhe und gar nichts, nur auf den Knopf drücken. Und es ist ganz ideal, letztlich schnell vorhergehen zu können und solche Pandemien einzusetzen. Aber man kann natürlich noch weiter gucken, wo eigentlich mein Herz schlägt von der Krebstherapie. Krebs ist ja so, dass es eigentlich sehr individuell ist. Kein Krebs ist eigentlich so wie der andere, sondern man hat immer persönliche Antigene auf dem Krebs drauf. Ja? Und dementsprechend könnte man sich doch vorstellen, dass man eine persönliche Therapie macht, dass man einfach Medikamente zuschneidet, die spezifisch auf den eigenen Krebs gemünzt sind. Also praktisch diese eigenen Antigene entdeckt, die man auf den Krebszellen hat. Da könnte man auch sehr, sehr gut diese Drucker einsetzen, die dann individuelle Therapien ausdrucken können, sodass man, wenn man eigentlich eine Diagnose hat und weiß, was für Antigene diese Krebszellen an ihrer Oberfläche tragen, könnte man dann ganze Cocktails machen von RNAs, die diese Antigene dann auf sich bergen. Man kann auch zum Beispiel RNAs herstellen, die die Immunantwort verstärken. Man kann RNAs herstellen, die die Genexpression verhindern, sogenannte siRNA. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten auf der gleichen Molekülbaustein, das man da machen kann. Deswegen ist eigentlich so die Vision, mal jetzt auf 2030 gesagt, dass Krebs vielleicht direkt beim Hausarzt behandelt werden kann, dass der Arzt so ein Device hat, so einen Drucker, wo er dann einfach per Knopfdruck, nachdem analysiert worden ist, was für ein Krebs der Patient hat, dieser Krebs ausgedruckt werden kann. Letztlich kann man noch weiter sehen Sie werden es mir nachsehen, vor ein paar Jahren wäre ich noch verlacht worden, wo ich gesagt habe, auch Alzheimer ist eine Sache, die man dann durchaus über RNA-Therapien machen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Dinge, die wir heute noch nicht sehen, wo wir noch keine Therapien haben, greifbar sein könnten über eine RNA-Therapie, weil man einfach neue Möglichkeiten hat, neue Wege machen kann, Therapien durchzuführen. Letztlich bis dahin gehen Alterungsprozesse, die man vielleicht auch eindämmen kann. Und es ist letztlich so, das ist, glaube ich, fast mein letztes Slide. Ja, noch nicht. Nee. Also das könnte das letzte sein. Medizinische Disruption wird Wirklichkeit. Aber wer sind die neuen Player? Jetzt sind wir ja hier. Bayer ist ein sehr, sehr bekannter Player aus der Gegend hier. Ist es denn Bayer? Muss man sagen, ja, weil Bayer kooperiert mit uns. Also Bayer hat eine gute Chance, Player werden zu können. Ist es denn letztlich, sind es die Drogerien, DM-Märkte, Walgreens aus den USA, die so ein Ding voranbringen können? Oder letztlich sind es diese großen Multis wie Nestle, diese Nahrungsmittelkonzerne, die eigentlich auch an Gesundheit interessiert sind und vielleicht da neue Player sich auftun. Ganz abstrus scheint natürlich solche Player wie Google zu sehen, die auf einer ganz anderen Ebene sind, aber die vielleicht auch diese Möglichkeiten haben, diese Medikamente in der Zukunft herzustellen. Letztlich natürlich die Chinesen wie Alibaba, da geht relativ viel in der verschlossenen Türen ab. Also man weiß es nicht und ich möchte einfach sensibilisieren, es werden neue Player kommen. Ich glaube, was man jetzt erlebt mit BioNTech, Moderna und CureVac, das ist tatsächlich die Revolution, für die ich am Anfang sehr verlacht worden bin, aber die tritt jetzt ein. Und für uns in Deutschland gibt es eine Möglichkeit, an dieser Revolution teilhaben zu können, wenn wir jetzt einfach gucken, dass wir die richtigen Schritte machen, dass wir die Technologie hier bei uns behalten, dass wir aufpassen, auch was Patente betrifft, wo jetzt von beiden herkommt, dass man die Patente freigeben sollte.
wo ich dann einfach sage, ich sehe das nicht so arg sinnvoll an, weil es ist ja nicht nur Patente, sondern ein sehr, sehr starkes Know-how. Vor allem für CureVac sind ganz viele Sachen nicht patentiert, gerade was Prozesse betrifft und so weiter, weil durch die Patentierung eine Veröffentlichung stattfindet. Um eine Veröffentlichung zu vermeiden, sind viele Sachen nicht patentiert. Und jetzt einfach sagen, ja, nehmt mal die Patente und macht was draus, ist eher so, dass man wahrscheinlich Patienten gefährden würde, weil einfach das so nicht gemacht werden kann, wie diese erfahrenen Produzenten seit 20 Jahren das Ganze machen. Also ich würde sagen, stärkt uns doch einfach. Ja? Lasst uns Kooperationen machen mit Pharmaunternehmen, lasst uns Kooperationen machen mit anderen Biotechnologieunternehmen, aber lasst uns doch wirklich zusammen am Strick ziehen und nicht gegeneinander. Deswegen halte ich diese Strategie von beiden für sehr, sehr gefährlich, weil es auch die Innovation in Deutschland runterdrücken würde. Warum sollten Investoren dann noch investieren, wenn einfach jeder Staat einem die Patente wieder aus den Taschen nehmen kann? Also von daher halte ich das für sehr, sehr kritisch. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was dazu beitragen konnte, von meinen Visionen zu erzählen. Herzlichen Dank und ich bin sehr geehrt, hier zu sein. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Dr. Hör, vielen Dank für diesen beeindruckenden Vortrag und auch vielen Dank an das Dekanat, dass ich hier meine Kommilitoninnen und Kommilitonen vertreten darf. Herr Hör, Sie sind das inspirierende Beispiel dafür, dass wir mit unserer Forschung einen Einfluss auf viele Menschen haben können und auch auf deren Gesundheit. Und ich selber bin Doktorandin in der hiesigen Virologie und ich bin mir sicher, dass Sie, als Sie mit der Arbeit an Ihrer Doktorarbeit begonnen haben, nicht im Traum daran gedacht haben, dass mRNA-Vakzine einmal eine große Rolle in der Bekämpfung einer globalen Pandemie spielen würden. Aber so ist es gekommen. Und deswegen hoffe ich, dass viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen heute zuschauen und den Livestream verfolgen und sich vielleicht ebenfalls inspirieren lassen, sei es, um überhaupt erst eine wissenschaftliche Arbeit zu beginnen, oder um neuen Mut zu schöpfen, falls es mal nicht so läuft, gerade in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Oder um sich vielleicht einfach mal auf die Schulter klopfen zu können und sagen zu können, das, was ich tue, ist wichtig. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Lieber Dr. Hör, liebe Freunde und Kollegen der Medizinischen Fakultät, ich soll die absetzen, gut. Liebe Frau Staatssekretärin, das ist für uns heute ein ganz besonderer Tag, dass eine Technologie in so kurzer Zeit so bahnbrechende Erfolge erzielt, hätte ich nie für möglich gehalten. In meinem Wissenschaftlerleben, was mittlerweile auch über 20 Jahre alt ist, habe ich drei Dinge erlebt. Das erste war die PCR-Technologie. Als junger Doktorand im Labor habe ich das kennengelernt, damals als die Wunderwaffe, um genetisches Material zu multiplizieren. Vor kurzem haben wir die CRISPR-Cas-Technologie kennengelernt und mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Und was Sie in dieser kurzen Zeit mit Ihrer RNA-Technologie geschafft haben, das hat für mich ungefähr genau den gleichen Stellenwert. Das ist so beeindruckend, das ist so plötzlich über uns Wissenschaftler eingebrochen, aber ist mit so viel Hoffnung auch verbunden, dass wir das Gefühl haben, wir erleben Menschheitsgeschichte. Und dass wir hier in unserer Fakultät Sie nun mit der Meyer-Schwickerath-Medaille auszeichnen dürfen, das ist etwas, was uns ganz, ganz stolz macht. Und ich hoffe, dass Sie diesen Spirit weiter hochhalten, weiter an der Erforschung von RNA als Therapeutikum forschen, dass viele andere Erkrankungen davon profitieren können und wir unseren Studenten auch im Prinzip diese Motivation mitgeben können, dass Forschen auch etwas sein kann, was ganz, ganz toll ist, viel Spaß macht und enormes Potenzial hat. Dafür danke ich Ihnen und dafür möchte ich Ihnen die Meyer-Schwickerath-Medaille der Medizinischen Fakultät überreichen. Ganz toll.
Dankeschön. Dankeschön. Wir haben zwei Masken, die hier liegen. Und einer gehört mir, einer hat den. Lieber Herr Hör, mir obliegen die Abschlussworte, was keine leichte Aufgabe ist, denn das meiste ist gesagt. Was also gibt es noch zu erwähnen? Nun, dies ist nicht die erste meiner Spiegelrat-Vorlesung dieser Fakultät. Und der Bedeutung unseres heutigen Referenten, Herrn Dr. Ingmar Hör, angemessen, ist die Zahl der Grußworte, der Ehrenworte und der Abschlussworte. Mit 6 an der Zahl nehmen Sie den absoluten Spitzenplatz ein, was Ihren Leistungen durchaus angemessen ist und ich verrate es gerne, Sie übertreffen damit sogar Ihren Vorredner, unseren Bundespräsidenten. Dessen Titel lautete Turbulente Zeiten, Welt aus den Fugen. Und tatsächlich müssen wir feststellen, dass die Welt wirklich aus den Fugen geraten ist und dass Ihre Forschung quasi als Antidot einen substanziellen, lebensrettenden Beitrag zur Gesundung der Weltbevölkerung leistet. Damit wir wieder ohne diese uns massiv behinderten Einschränkungen den Herausforderungen der Zukunft und auch der Gegenwart natürlich gegenübertreten können. Dafür sind wir Ihnen von Herzen dankbar. Und Sie geben uns damit natürlich auch ganz banal formuliert unser altes Leben zurück, so wie wir es gelernt haben und auch schätzen. Ihr Vortrag war spannend formuliert, mitreißend und inhaltlich brillant. Er war ein echtes Highlight. Leid, Licht, alles klar, damit bekomme ich jetzt nämlich auch die Kurve hin zur Meyer-Schwickerath-Vorlesung. Denn Meyer-Schwickerath hat ja, wir haben es bereits von Professor Werner gehört, mit der Lichtkorrelation im Auge Patienten behandelt, Netzhautabrisse, Netzhautablösungen verhindert und damit hat er im Sinne des Lichts alle anderen Kollegen seiner Zeit bei weitem überstrahlt und er hat vielen Millionen Menschen das Augenlicht gerettet. Dafür hätte er eigentlich als Pionier seines Faches den Nobelpreis verdient, der ihm leider versagt geblieben ist. Aber wir haben es bereits heute von Herrn Dittmar gehört, es gibt ja einen neuen Kandidaten. Lieber Herr Hör, wir danken Ihnen von Herzen für Ihren Vortrag, für Ihre Vision und für die Umsetzung in die Tat. Und wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, dass Ihren bahnbrechenden Ergebnissen auf dem Gebiet der Impfstoffentwicklung die adäquate Anerkennung am 10. Dezember 2021 in Stockholm zuteil wird. Alles Liebe, alles Gute und vielen Dank.